Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ultimate Fishing Simulator 2. Wir haben hier gerade einen schönen Kabeljau rausgeholt. 29 Kilo, 790 XP, 594 Preis. Den lassen wir mal frei. Oh, Fischernetz voll. Eieiei. Aber wir können, glaube ich, die einfach verkaufen. Und dann können wir den einfach nochmal... Oh, wir haben sogar ein neues Dings freigeschaltet. Neuen Kescher. Muss ich gleich ja nochmal gucken. Oh ja, 65 Kilo. Nice. Ja, ich kann euch das hier nochmal zeigen. Ich habe jetzt als Ausrüstung die Redbird-Route, hatte ich mir jetzt mal geholt mit 7,26 Kilo. Da könnt ihr aber auch noch was anderes kaufen. Da spart ihr nämlich ein bisschen Geld. Immer noch die Startroute hier, 4,5 Kilo, 12,4 Kilo, Hyperbraid, Hyperbraid und ganz wichtig, der Köder und kein Vorfach. Robinson, Mackerel oder Mackerel K14, den Köder haben wir jetzt drauf. Und was ich euch empfehlen kann, wenn ihr hier bei den Sets halt guckt, dass ihr euch später hier für 7100, das Set werde ich mir nämlich auch holen. Hier ist nämlich die Route, also hier ist schon eine 7,26 Kilo Route bei, aber die Rolle ist halt mega gut, 18,1 Schnur, denn hier noch ein paar Köder mit bei. Also das Set werde ich mir auf jeden Fall holen. So, wir stehen jetzt hier quasi direkt under the bridge, neben Platz 2, haben wir jetzt hier, sieht man das jetzt hier, Mittag und klarer Himmel, schmeißen volle Kanne raus. Und da habe ich jetzt gerade ein Biss nach dem anderen, müssen die Geschwindigkeit auf 28, die Bremse ein bisschen runter. Jetzt auf jeden Fall absinken lassen den Köder. Aufgaben haben wir hier auch schon fast fertig, alle. Ja, und dann einfach nur durchziehen, aber wie gesagt, absinken lassen auf jeden Fall. Habe ich jetzt gerade zwei dicke Kabeljaue hintereinander rausgeholt. Atlantischen Lachs nochmal von 19 Kilo. Also jetzt lübt es hier. Ich guck mal gerade. Haben jetzt fast Level Up. Ich guck mal gerade noch, dass wir den Fisch hier noch verkaufen. Der gibt nämlich richtig gutes Geld. Dann können wir bald das Set kaufen, das erste. Aber wie gesagt, immer noch mit der Startroute hier unterwegs. Köder sinkt immer noch ab. Also ich lasse den auf jeden Fall auf unter 4 Meter, ne? Das sollte schon sein. Und dann langsam reinkurbeln. Fangen jetzt einfach mal an. Kurbeln den jetzt mal rein. Und schauen mal, was der jetzt gleich beißt. Also der Köder, super. Weil die haben heute nämlich gepatcht. Gepatcht und haben die Köder geändert. Also die alten Köder laufen jetzt nicht mehr. Früher ging ja Dynastic, Frog und der eine besondere Twister hier, der Barber und ein Spinnerbait lief ja auch noch, aber die laufen jetzt nicht mehr so wirklich. Jetzt haben wir hier gerade den Köder hier, danke nochmal an Miguel, ne? Den Köder rausbekommen, weil das gerade einer geschrieben hat. Jetzt gucken wir, ob einer nachschwimmt hier bei mir. Und Stör, wie gesagt, Leute, Stör immer freilassen. Der bringt nicht so viel Silber. Den solltet ihr auf jeden Fall freilassen. So, ich lasse mal Köder kurz. Vielleicht kommt noch was nachgeschwommen hier. Scheint aber nicht zu sein. Ja, Stör auf jeden Fall mal freilassen. Bringt halt nicht so viel Geld. Also den auf jeden Fall. Also das Verhältnis von XP zu Geld ist halt beim Stör das deutliche XP-Vorteil, das werdet ihr auch sehen, wenn ihr ihn freilasst. Und macht halt, ja. Und wie gesagt, wir brauchen ja auch XP, weil wir wollen ja auch irgendwann hier nach Thailand. Ja. Ja, ich bin jetzt noch nicht lang in Kiel. Ein bisschen habe ich jetzt hier bisher geangelt, aber noch nicht so viel. Ich dachte, jetzt machen wir nachher hier gleich unser Level Up, dann bist du mal Level 17. Level 22 brauchen wir für Russland und Level 27 für Thailand. Russland ist halt auch ein bisschen schwieriger. Da wirklich so, ja, es hat, also da muss man halt auch viel testen. Keine Ahnung, hier, da ist gerade ein Kabeljau gewesen. Ist auch wieder abgetaucht. Mal sehen, ob noch einer kommt jetzt. Der holt auf jeden Fall nicht schneller ein wie 30. Mal sehen, wo jetzt gleich einer angeschossen kommt hier.
gespannt. Na, kommt wieder keine. Aber wir müssen auch weiter absinken lassen. Da müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Scheint jetzt auch wieder nichts zu kommen hier. Nee. Müssen wir nochmal weiter absinken lassen. Vorhin ging es ganz gut. Da haben die relativ schnell gebissen. So, nochmal raus. Unter die Brücke. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel mein Adlerauge. Hier unten sind zum Beispiel alles voller Fische. Jetzt kann ich das Adlerauge gerade nicht machen. Ja, jetzt geht's nicht. So. Den lassen wir jetzt mal komplett absinken. Sinkt aber auch relativ langsam, ne? Oder Leute? Wie viel Gramm wiegt der jetzt? K14? Boah, gute Frage, wie viel der wiegt, ne? Na, beim Absinken wird wahrscheinlich nichts beißen, aber es ist echt tief hier, ne? Ziehen jetzt mal über Grund. Mal sehen, ob wir da mehr Erfolg haben. Auf jeden Fall haben wir schon gerade mit Adlau gesehen, dass links von uns zwei Fische schon waren. Sah aus wie zwei Kabeljau. Oh, jetzt sind wir schon bei den Pflanzen. Und wie tief das hier noch geht. Schon bei 5 Meter. Das ist wirklich wie eine Zeitlupe. Gleich bei 6 Meter. Oben so ein Wels. Ja, Wels ist auch nicht schlecht. Wels gibt auch gut. 6 Meter. Mal sehen, wie tief das hier geht. Bin mal gespannt. Und die Pflanzen sind schon... ja, 7 Meter jetzt gleich. Also 8 Meter Minimum. Ja. Da ist noch ein Flussbarsch. Also das dauert schon krass, ne? Wie lange das dauert mit dem Absinken. 8 Meter. Ist übrigens ein Level 13 Köder, ne? Also wenn ihr in Kiel hier ankommt, dann... Ich zieh jetzt einfach mal rein. Wenn ihr in Kiel ankommt, könnt ihr den auf jeden Fall gleich kaufen. Ja, ich dachte mir das auch schon, dass sie das so ein bisschen patchen. Also, dass sie da die Köder eventuell ändern oder sowas. Damit die Leute erstmal ein bisschen gestoppt werden vom Power-Leveln hier. Weil die ersten Tage, wenn man da richtig durchgesuchtet hätte, wäre man locker schon in Thailand. Gerade hier mit Kiel, mit den Kabeljau, da wurden ja echt riesen Kabeljau gefangen. So, mal hoffen, dass jetzt was beißt hier, ne? So lange. Ich glaube, so weit absinken braucht man gar nicht, wa? Kommt jetzt was hier? Das ist gerade ruhig. Gerade so einen dicken Kabeljau hier rausgeholt, ey. Schade. Schade. Ich werde mal nicht mehr so weit absinken. Das mach mal so wie beim Anfang. Ich ziehe jetzt einfach gleich durch, wa? Ich ziehe einfach gleich durch. Auch so schon, denke ich, beißen. Gab ja auch schon Topwater-Köder, ne? Die sind ja nur an der Oberfläche. Da haben die auch schon drauf gebissen. Komm mal, was Schönes jetzt, komm. Muss man jetzt halt ein paar Mal durchziehen. Oder was beißt. Aber
erstmal nochmal auf 4 Meter vielleicht. Ist ja man jetzt hier auch Adlauge? Ne, hier kann man kein Adlauge. Wenn ich jetzt hier reingucke. Ne, wenn man die Route ausspannt hat, geht Adlauge nicht mehr. Okay. So, mal sehen, ob jetzt was beißt. Rechts ist ein Zander. Unter unseren Wels. Jetzt haben wir aber Pech, ne? Ich guck mal jetzt gerade nochmal mit Adlauge rein. Da ist gar nichts. Unter uns hier links. Mal so ein bisschen links. Ja, ganz schön tief die Fische, ne? Müssen erstmal an die Oberfläche kommen, ne? Sind wir unter uns. Schmeißen wir mal ein bisschen links. Ich hoffe, die kriegen wir jetzt irgendwie mal hoch hier. Gib mir schönen Fisch hier. Unter uns ein Stör ist da noch lang geschwommen. Was ist das da hinten? Könnte Welt sein. Wahrscheinlich wirklich absinken lassen. Komplett. Obwohl die ersten Bisse, die kamen bei mir eigentlich auch so in der Tiefe. Der hat ja 4 Meter Tiefe jetzt. Ja, sonst schneide ich auf jeden Fall nochmal ran, wenn hier die nächsten Bisse... Oh, da kommt hinten was. Da kommt was. Das auf uns zu. Wieder so ein Schatten da hinten, da ist weg. Da kommt nochmal was auf uns zu. Naja, es sind nur irgendwelche... Ach, das sind nur irgendwelche Wasserblasen, okay. Ja, sonst schneide ich auf jeden Fall nochmal ran. Wenn ihr was beißen sollte, ist jetzt gerade echt schwierig hier. Machen wir mal hier Adlerauge an. Da ist alles voll eigentlich, ne? Alles unter uns hier. Gut, dann bis gleich. So, da haben wir nochmal ein Kabeljau. Da zeige ich euch mal, wie man... Oh, das war ein bisschen... War noch ein bisschen hoch. So, und jetzt müssen wir die Spannung nämlich erhöhen und pumpen. Die Spannung könnt ihr bis 100% erhöhen. Müsst natürlich dann auch immer hier wieder die Bremse aufmachen und dann wieder hochmachen. Jetzt kommt er nämlich, jetzt haben wir ihn. Jetzt geht die Spannung nämlich nicht mehr hoch. Wir haben jetzt 98% Bremse. Und jetzt einfach... Okay, könnte nochmal einmal passieren, dass wir aufmachen müssen. Ah, passt, passt, passt. So, haben wir den nächsten Kabeljau. Und wie gesagt, und das geht ja auch mit der 4,5 Kilo Rolle. Wenn ihr die 7000 zusammen habt, dann könnt ihr natürlich... euch das Set holen, dann ist das alles nochmal ein bisschen safer. So, Kabeljau. Wie groß ist er denn? Der nächste. 226, super. Super. 690 XP, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir nämlich gleich Level 17. Unter mir waren auch sehr viele Störe. Also übrigens auf 4-5 Meter runterlassen reicht vollkommen aus. Also auf 4 Meter so. Jetzt müssen wir die Geschwindigkeit wieder runter machen. Und die Bremse wieder so ein bisschen auf 70. Ja, da müsst ihr halt immer aufpassen, dass ihr die Bremse nicht so hoch eingestellt lasst. Sonst reißt das gleich alles ab. Weil wir angeln ja auch ohne Vorfach. Ja, ein schöner Kabeljau. Durchs Einkurbeln sinkt er ja auch nochmal ein bisschen ab, ne? Jetzt, sag ich mal, jetzt, wenn wir jetzt einkurbeln... Da sinkt der ja auch nochmal ein bisschen runter. Wie gesagt, mit den Falltasten könnt ihr halt hier
Jetzt bin ich auf Geschwindigkeit. Mit den Pfeiltasten könnt ihr halt hier auch rein- und rauszoomen. Ich würde halt immer rauszoomen, damit man das ein bisschen von Weitem sieht. So, mal sehen, ob hier nochmal einer umdreht. Ein Stör wäre halt auch mal nicht schlecht. Ja, jetzt hat man wieder... wieder ruhig hier. Jetzt erstmal nichts, glaube ich. Nichts hinterher. Manchmal beißen die auch direkt vom Ufer hier. Bei 3 Meter teilweise. Schnappt manchmal auch noch einer zu. Ich schneide sonst wieder mit dran, wenn der nächste Biss kommt. So, wir haben den nächsten Biss. Erstmal hier wieder Geschwindigkeit. Ein Wels ist das diesmal. Hat jetzt bei mir ein bisschen gedauert, bis der nächste Biss kam, aber kommt ja schon. Ja, kein Riesenfisch jetzt. Können sie mal ein bisschen hoch machen hier. Wir halt nur aufpassen, dass die Spannung nicht ganz so hoch geht. Aber jetzt mal auf 100%. Ich hatte immer die Taste hier auf der Minustaste. Links neben der rechten Shift-Taste, damit ihr die Bremse wieder runter machen könnt schnell. Da kommt auf jeden Fall ein schöner Wels. Mal sehen, wie viel der jetzt bringt. Bringt nochmal raus. Wie groß ist er? Oh, 20 Kilo Wels. Oh. Level up, oder? Level 17. Schön. Jetzt nochmal so ein schöner Stör oder so. Wäre auch mal interessant. Jetzt haben wir nämlich hier auch den Boost bekommen. Wie gesagt, ich lasse jetzt so auf zwischen 3 und 4 Meter absinken. Wie gesagt, der kam jetzt hier kurz vor Ende. Eigentlich die Geschwindigkeit wieder runter machen, nicht vergessen. Und die Bremse ein bisschen runter. Ja, so 3 bis 4 Meter und dann reinkurbeln. Gerade hier über diesen, ja, Seegras oder Schilf hier, was ich. Da sind halt echt viele Fische unterwegs. Sieht man jetzt auch hier. Wenn man hier gleich durchkurbelt. Also sehr etliche Fische da auch manchmal aufsteigen. Die halt von unten hochkommen. Ich hoffe, dass wir vielleicht gleich noch einen Biss haben. Ich glaube, da kommt was. Eine Meerforelle. So, anschlagen. So, Einunggeschwindigkeit hochmachen. So, und jetzt aufpassen auf die Bremse. So. Dann machen wir gleich mal hoch die Bremse. Ah, geht auf Max. Muss wieder runter und jetzt wieder hoch. Ah, geht nochmal auf Max. Und wieder hoch. Die ist schon ein bisschen größer hier. So, jetzt auf 100. Jetzt kommt er. Mal gucken. Hand wieder auf, Finger wieder auf dem Minus. Hier kommt er aber jetzt. Jetzt kommt er. Und wie gesagt, immer mit Pumpen, durchkurbeln, linke Maustaste, Rechtsklick. Immer die Rute anheben. Ja, ihr müsst halt immer auf die Spannung drauf achten. Das könnte jetzt eine Meerforelle. Oder ein Lachs, eins von beiden. Aus wie ein Lachs, ne? Oder Meerforelle. 19 Kilo Meerforelle, schön. Bringt ja auch nochmal Boni, weil wir gerade Level Up gehabt haben. 500 XP. Das okay, müssen wir verkaufen, okay. So, den jetzt in den Kescher rein. So, jetzt brauchen wir schon 4000 XP bis Level 18. Aber das kriegen wir hin, so. Bremse wieder ein bisschen runter, Geschwindigkeit. Lassen wir so. Ich würde sagen, einen Fisch nehmen wir noch mit. Wenn jetzt bei diesem Einkurbeln keiner kommt, dann schneide ich auf jeden Fall den nächsten Fisch nochmal mit ran, dass ihr seht. Also jetzt hatten wir zum Beispiel gerade 2 Fische hintereinander. Dazwischen war kurz mal Pause, aber da muss man halt durch. Man muss halt dann mal ein paar Mal leer einholen. Ist halt so. Aber so auf Dauer gesehen bringt das schon was. Mal Geld haben wir jetzt zum Beispiel. Haben wir das Geld sogar für das Set sogar schon zusammen. Könnten uns jetzt schon das neue Set holen. So, wir sind wieder bei 3 Meter. Kurbeln wir durch. Jetzt geht er zum Beispiel. Jetzt ist er auf 4 Meter. Passt eigentlich perfekt hier über dem Seegras. Mit Seepflanzen hier. 4,40 Meter sogar. Wir zoomen nochmal raus. Manchmal ist das auch so, dass die hier, der zum Beispiel.
Wenn der jetzt anvisieren würde. Ne, visiert nicht an. Manchmal kommen die dann einfach so an der Seite und dann der hier. Ne, ist ein Zander. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir leer ein. Diesmal kommt keiner. Hinten ist halt so die heiße Phase, so bei 20 Meter. Da sollten sie denn schon beißen. Ich schneide auf jeden Fall mit ran, sobald der nächste Fisch kommt. Kommt da was? War da was? Warte nochmal kurz. Ja, wir haben noch einen Biss. Oh Gott. Wir haben noch einen fetten Biss hier. Eieiei, da kam von ganz hinten noch einer. Ich weiß nicht, was das ist. Wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen. So, Bremse hoch und pumpen, pumpen, pumpen und nochmal hoch. Jetzt nochmal hoch. Ah, Bremse geht zu hoch. Da runter, wieder hoch. Boah, jetzt kommt er. Jetzt haben wir ihn. Sah aus wie ein Wels, aber keine Ahnung, ob das, was das jetzt ist. Wir gucken mal, was da jetzt kommt. So, heute geht das Leveln auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller wie gestern. Was ist das? Was ist das? Ein Stör. Schön, und jetzt seht ihr das, ne? Wir würden, also jetzt erstmal XP, wir würden 111 Dollar bekommen, 656 XP. Wenn wir ihn freilassen, kriegen wir 1000 XP. Und ganz ehrlich, ich nehme lieber 1000 XP als 111 Dollar, ne? Also freilassen, siehste, haben wir geschafft. Sehr schön. Das läuft doch hier, läuft. Also Geschwindigkeit runter. Bremse runter, machen wir auf 70 oder 66. So, schauen wir mal. Einen Fisch würde ich sagen, nehmen wir noch mit. XP brauchen wir jetzt bloß noch. Ah, haben wir schon wieder fast die Hälfte zusammen. Wieder fast die Hälfte zusammen. Ich glaube, ich muss die Nacht heute durchangeln hier. Läuft ja echt gut. Russland kann ich auch nochmal Video machen. Hatte ich damals auch schon gemacht. Aber ich glaube, Russland weiß ich noch nicht. Also da, wie man da am besten levelt, ob sich das auch mehr lohnt wie Kiel. Das bleibt halt mal, ja, das ist jetzt halt die Frage, ob sich es mehr lohnt, in Kiel bis Level 27 zu angeln oder Russland, weil Russland müsste, ja, weiß ja nicht, ob von euch schon einer in Russland ist, aber Russland ist, glaube ich, schwierig. Gibt halt schöne Störe und schöne Hausen und sowas, aber mal gucken, ob gleich noch einer kommt. Kommt doch was da hinten, oder nicht? Guck mal, der da ansteigt, aber der visiert uns nicht an. Nee, das schwimmt einfach nur unten durch. Jetzt, ne? Nee, jetzt ist er weg. Gut. Schneide ich auf jeden Fall nochmal ran, sobald der nächste Biss kommt. Oh, da kommt was. Oder? Ja, ja, ja. Biss. Oh, so. Warte. Einhorngeschwindigkeit. Und jetzt die Bremse. Bremse hoch, 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 hoch. Oh, wieder runter. Wieder hoch, hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Ja, jetzt haben wir es, glaube ich, oder? Ne, immer noch nicht. Der ist ein bisschen stärker. Jetzt haben wir ihn, oder? Boah, ja, doch, ich glaube, wir haben ihn. 100% Bremse jetzt. Der ist stark. Der könnte über 30 sein. Der ist wirklich stark. Das ist ein Stör, oder? Ne, was ist das? Ach, ein Atlantischer, glaube ich. Ein Atlantischer. Mal gucken, wie viel er bringt. Der ist schon stark. 23 Kilo. 21. Boah, auch wieder 500 noch was XP. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal einen Break. Ihr habt da gesehen. Funktioniert auf jeden Fall. Wir haben schon wieder ein halbes Level zusammen. Ne, hier könnt ihr erstmal durchangeln. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke nochmal an Miguel und Benny für die Unterstützung. Und dann sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Tschüss.